Ah, Jodito. Wenn wir los? Mir ist was dazwischen gekommen. Am besten reitest du schon mal los. Ich komme gleich nach. Gut, wie du meinst. Ich warte in Eldaria auf dich. Ich möchte gerne einen Brief verschicken. Klar doch, an wen soll er gehen? Der Adressat steht drauf. Ah, okay, an einen gewissen Steve, habe ich recht? Ja, genau, wann liefern Sie den Brief aus? Wenn Sie wollen, gleich morgen früh. Ja, das wäre sehr nett. Also dann gleich morgen früh. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke, das wäre alles. Also dann, schönen Tag noch. Ich weiß nicht, ob der noch so schön wird. So, da wären wir. Ist Jack auf seiner Position? Ja, ist er. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch Jodeta finden. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Schaut mal da hoch zur Mauer. Nein, 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 nein! Wow, das war knapp. Schnell zurück in die Burg, bevor er wiederkommt. Wenn ich es Ihnen doch sage, wenn wir jetzt angreifen, werden wir unsere Truppen verlieren. Wir sollten uns zurückziehen und unseren Angriff neu planen. Das halte ich für keine gute Idee. Wir sollten einen erneuten Angriff wagen. Wir haben nicht genug Truppen, um einen neuen Angriff zu wagen. Wir werden scheitern. Tut mir leid, Jodeta. Unser Entschluss steht fest. Und jetzt bitte, lassen Sie uns allein. Ach, mit euch kann man nicht reden. Ah, Jodetop, endlich habe ich dich gefunden. Was ist? Scheint hier nicht besonders gut gelaufen zu sein. Nee, nicht wirklich. Wie wär's, wenn wir nochmal reingehen und versuchen zu klären? Zu zweit sind wir stärker. Gut, aber dieses Mal übernimmst du das Reden. Dies war eine weitere Folge von Alive in the Woods Staffel 3. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei.